Gibt's hier Wälse? Ja. Wo sind die? Hier sind noch andere. Genau. Hast du schon einen dran? Nein. Pass auf, aber lass die Angel nicht fallen. Warum? Nicht ins Wasser fallen lassen, ist sie weg. Wir brauchen doch die Angel noch, um Fisch zu fangen. Ja, das ist unser Ziel hier. Wels im Altarm. Alles voll. Kraut, flaches Wasser. Jetzt braucht man nur noch einen aussichtsreichen Platz. Amen. Und dann geht's los. Hi, ich grüße euch zu einem neuen Video. Diesmal hier bei mir in der Heimat. Ich bin mit Kind und Kegel unterwegs, mit der Family und mit Freunden. Ja, und laufe jetzt hier gerade am Ufer entlang. Wir befinden uns in einem Altarm. Und hier drüben fließt der Hauptrhein durch. Wir haben Sommeranfang. Gar nicht so einfach jetzt die richtige Platzwahl zu treffen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir einen Platz finden, wo wir ein bisschen Schatten haben. Es ist jetzt 12 Uhr mittags, die Sonne steht richtig hoch, es ist richtig viel los hier am Rhein. Überall Leute, sie da drüben, da fährt ein Schlauchboot rum, da drüben sitzen Angler, weiter unten sitzen ein Haufen Badegäste, Fahrradfahrer, alle suchen jetzt natürlich den Weg in die Natur. Und wir wollen auch mit der Family eine coole Zeit hier am Wasser verbringen und noch einen Wels abholen, ja? Ich will mit dem Schlauchboot kommen. Ja, wir fahren mit dem Schlauchboot die Wallerangel gleich raus. Was? Die Wallerangel fahren wir damit raus mit dem Schlauchboot. Hast du schon einen Fisch gefangen? Guck mal, kurbeln mit der Angel richtig. Zeig mal, wie gut du auswerfen kannst. Die kurbeln, jetzt los. Super. Genau so geht es. Und auswerfen. Genau. So ist gut. Super. Der Fisch kommt schon. Du musst ein bisschen Geduld haben. Mein Sohnemann war ja schon ein paar Mal dabei. Der ist noch sehr jung, noch nicht mal 3 Jahre alt. Beim Karpfenangeln, aber beim Welsangeln. Er hat immer gesagt, Papa, er sieht ja immer die Bilder. Das versteht er schon. Und immer gesagt, Papa, ich würde gerne mal so einen großen Wels auch mal sehen. Ja. So, und das ist unser Plan. 2 Familien sind zusammen unterwegs und ich will euch einfach mal mitnehmen, um zu zeigen, ob es möglich ist, mit Kind und Kegel einen Wal ans Band zu bekommen. Das ist unser erster Platz jetzt hier. Wir werden mehrere Tage am Rhein unterwegs sein. Ich habe hier ein ganz gutes Gefühl in diesem Altarm. Hier oben stehen unsere Boote, schön geschützt, kriegen wir keinen Wellenschlag ab. Denn manche Kids oder auch Frauen hassen es, wenn es nachts wackelt. Das Wasser wird immer wärmer. Es ist sehr flaches Wasser hier drin, viel Kraut drin. Und genau auf der anderen Seite, ich zeige euch das mal, ist der Hauptrhein. Also wir können beide Bereiche perfekt beangeln. Hier sieht man noch ein kleines Rückbleibsel vom letzten Wasseranstieg. Aber der ist einige Tage her, ja. Und ich glaube, dass jetzt die steigenden Wassertemperaturen, die Wälse werden langsam sich auf das Laichen vorbereiten. Wir haben aktuell, glaube ich, 17 Grad Wassertemperatur. Wenn es dann Richtung 20 Grad Marke hochschießt, dann geht der Wels in das Laichgeschäft rein. Und ich vermute, dass so ein Bereich dann auf jeden Fall fängig sein könnte. Ja? Hier sind gut Weißfische unterwegs, wir sind immer wieder Fische springen. Flaches Wasser, viel Kraut. Viele Hindernisse. Ich glaube, der Plan könnte aufgehen. Bei so einer Tour mit der kompletten Family müssen die Kids natürlich auch beschäftigt sein. Tagsüber passiert hier nicht viel am Rhein. Die Hölle los und die Fische haben die Mäuler zu. Deswegen machen wir jetzt erstmal eine Kinderunterhaltung und danach bauen wir unsere Montagen zusammen. Ich habe da was ganz Spannendes im Gepäck, denn ich werde einen Teil unseres Abendessens opfern als Wallerköder. Nee, Spaß beiseite. Aber seid gespannt. Ich zeige euch gleich, wie man tote Köderfische wieder munter macht.
Ja, wir haben ein schönes Plätzchen gefunden. Mal gucken, ob heute Abend der Plan aufgeht. Aber jetzt tagsüber, vor allen Dingen, wenn man mit der Family und mit Kids unterwegs ist, ist das Angeln natürlich, muss man so sagen, langweilig. Es passiert einfach nicht viel. Mein Boot habe ich oben am Platt stehen lassen. Und wir sind jetzt mit Uwes Boot raus. Das kennt ihr noch von den Hecht-Videos, wo wir eingefroren sind auf dem Eismeer. Blende ich euch hier oben mal ein. Mit dem großen Boot fahren wir jetzt raus auf den Hauptrhein, verlassen den Altarm, wo wir heute Abend angeln wollen und werden ein bisschen Spaß für die Kids machen, damit die auch bei Laune bleiben, bis der Wels beißt. Da sind sie auf jeden Fall immer dabei, aber jetzt, wie gesagt, tagsüber. Die Sonne steht hoch und bevor der Langeweile aufkommt und die Kids ihren Spaß verlieren, fahren wir mal raus und da zeigen wir euch, was wir da machen. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Das war doch eine mega Aktion mit dem Wakeboard draußen. Die Kids sind auf jeden Fall jetzt richtig müde. Mein Sohnemann hat mitgefiebert, der will das auf jeden Fall in Zukunft auch probieren. Ja, da kommt was auf mich zu. Aber Hauptsache, die Kids sind hier draußen gut unterhalten und mit der frischen Luft und körperlicher Bewegung sind die abends auf jeden Fall platt und gehen schlafen. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Ich habe hier mal meine Tasche mitgebracht, um mit euch so ein Vorfach zu bauen für einen Deadbait, der später zum Leben erweckt werden soll. Klingt komisch, ist aber so. Ich habe hier schon unseren Deadbait dabei. Frisch eingefrorene Forellen. Ich habe sie jetzt schon mal auftauen lassen, damit der Fisch seine Leichenstarre verliert. Seht ihr? Ganz frischer Köder. Und ganz wichtig ist, dass diese noch komplett im geschlossenen Bauchraum haben. Die kriegt ihr überall in jeder Forellenzucht, sagt ihr einfach 4-5 Forellen, frisch abgeschlagen, wenn ihr direkt angeln geht, direkt ans Wasser oder am nächsten Tag eine Nacht im Kühlschrank oder ein paar Tage später Tiefkühltruhe und dann auf jeden Fall auffrieren, damit diese Leichenstarre weggeht. Die Forelle ist für mich nicht nur aus dem Grund, dass ich sie überall bekomme, der perfekte Deadbait, sondern auch wegen der Form. Ihr seht sie hier schon. Schön stromlinienförmig ist dieser Fisch. Die Hauptbeute hier der Welse am Rhein ist der Döbel, der Rapfen. Also der Wels steht unheimlich auf langgezogene Fische und die Forelle fällt da genau von der Körperform ins Spektrum. Ich zeige euch jetzt mal ganz schnell, wie wir da so ein Vorfach uns bauen und wie wir später dem toten Köfi hier neues Leben einhauchen. Ich nutze ein 1,2 mm starkes Mono, schneide mir da gute 2 Meter runter. Ich hoffe, ihr versteht mich gut. Um uns herum ist richtig Alarm. Überall Partyboote, Wassersportler und leichter Wind ist heute Abend jetzt aufgekommen. 2 Meter Monovorfach, der Stärke 1,2 mm. Dann braucht ihr Ghost Hooks in der Größe 7-0. Ihr braucht, das tue ich mal zur Seite, da kommen wir gleich dazu, eine U-Hose. Wir haben hier im Altarm relativ
wenig Strömung, aber dafür eine stetige Strömung. Und ein guter Happen soll da präsentiert werden. Also würde ich sagen, so 15 bis 20 Gramm sollten da zum Einsatz kommen. Ich nutze hier sehr gerne diese Trio-Posen, weil die schön den Anhebepunkt im hinteren Bereich haben. Also ihr könnt die zweiseitig montieren. Ich montiere sie meistens so, dass der hintere Bereich, seht ihr, sieht so aus wie so ein Tannenbaum. Strömung trifft drauf, sorgt für schöne Wellenbildung hinter dem Köder. Strömungsverwirbelung, die auf den Köder drauf trifft. 15 Gramm, die werden wir einsetzen. Oder aber auch ein Radaumacher. Eine Flügel-U-Pose, ja. Das sind auch ganz tolle Teile, um den Wels auf euren Köder aufmerksam zu machen. Wir setzen auf die Trio-Pose, in dem Fall jetzt hier, weil wir hier in dem Altarm nicht genug Strömung haben. Hier draußen im Hauptrhein drehen diese sich hier wie ein Propeller, aber hier bei der langsamen, aber stetigen Strömung im Altarm setze ich eher auf eine U-Pose, die den Köder sicher vom Grund anhebt und dabei auch noch eine Strömungsverwirbelung verspricht. So. Im ersten Schritt bauen wir unseren Stinger. Da brauche ich noch ein bisschen geflochtenes Vorfach dafür. Um euer Vorfach jetzt schnell und einfach zusammenbauen zu können, nutzt ihr im ersten Arbeitsschritt ein Geflechtvorfach. Hier schneidet ihr euch ca. 20 bis 30 cm herunter. An das Ende des Geflechts wird ein normaler Hausfrauenknoten, ein sogenannter Sicherungsknoten, gebunden. Jetzt nutze ich einen Ghost Hook in der Größe 7-0. Dieser Haken ist perfekt geeignet für Deadbait-Montagen. Am Hakenschenkel im hinteren Bereich sind hier zwei spitze Nadeln angebracht, mit einem Widerhaken versehen, die ich später an beliebiger Stelle an meinem Köderfisch fixieren kann. Der Ghost Hook wird nun einfach per No-Knot mit dem Geflecht verbunden. Zur Sicherung der Knotenwicklungen schiebe ich ein kurzes Stück Gummischlauch über die Wicklungen. Am anderen Ende der Geflechtschnur binde ich mir eine Schlaufe mit Sicherungsknoten. Mit dieser Schlaufe kann ich nun ganz einfach meinen Stinger, das Geflechtvorfach, an dem der Ghost Hook befestigt ist, mit meinem Einzelhaken, dem Mega Hook in der Größe 8-0, durch Einschlaufen verbinden. Ich gehe jetzt einfach mit der Schlaufe durch das Hakenöhr des Mega Hooks und schlaufe meinen Stinger, das weiche Geflechtvorfach, mit dem Ghost Hook am Ende ein. Jetzt fahre ich mit dem Ende meiner monophilen Schnur durch das Öhr des Einzelhakens, fixiere das Ganze ordentlich zwischen meinen Fingern, wickle 6-mal die monophile Schnur zurück. Und gehe mit dem Anfang der Mono jetzt von hinten nach vorne durch das Hakenöhr des Einzelhakens und straffe die Wicklung. Auch zum Abschluss dieses Knotens am Einzelhaken schiebe ich ein kleines Stück Gummischlauch über die Knotenwicklungen. Die überstehenden Schnurenden werden abgeschnitten und euer Vorfach ist in den Grundzügen fertig. Circa 10 cm vor den Einzelhaken wird jetzt die U-Pose zwischen zwei überschlagenen Gummistücken fixiert. Ans Ende des Vorfachs schiebe ich jetzt noch ein kurzes Stück Gummischlauch auf und fixiere meinen Wirbel, ich nutze hier nur reine Wirbelkörper, durch den Augenknoten. Hierzu gehe ich mit der Mono durch den Wirbelring, lege diese 2-mal ineinander,
schiebe den Wirbelring in den hinteren Bereich der Wicklung. Straffe die Wicklung nach vorne. Jetzt zieht sich die Mono zusammen. Es entsteht das Auge und schließe diesen Bereich durch einen Achterknoten ab. Über den Achterknoten schiebe ich jetzt das Stück Gummi, um den Knoten harmonisch zu gestalten. Euer Vorfach ist nun einsatzbereit und wir können mit der Präparation des Köderfischs beginnen. So, fertig ist euer Deadbait Rig, Deadbait Vorfach für den Einsatz von toten Köfis. So, und jetzt zeige ich euch, wie ihr euren toten Köfi zu neuem Leben erwecken könnt. Denn ganz wichtig ist Folgendes: Natürlich könnte man die Forelle jetzt auch so drauf hängen, wie sie ist, aber was passiert? Sie wird wahrscheinlich durch ihr Gewicht nicht sehr attraktiv hinter der U-Pose hängen und je mehr Strömung kommt, desto mehr wird sich dieser Köfi einfach drehen im Wasser. Und das ist keine reizvolle Köderpräsentation. Der Köderfisch muss aufrecht in der Strömung stehen, waagerecht. Und im besten Fall sogar, je mehr Strömung ihr habt, das schafft ihr, sich leicht bewegen. Und damit wir das schaffen, zerstöre ich jetzt erstmal hier unten die Schwimmblase. Dazu gehe ich mit einer Schere und dann mit einem Messer ins Afterloch rein. Schneide die Schwimmblase kaputt, das zischt jetzt leicht. Und setze in meinen Köder Auftriebskörper, hier oben den Rücken rein. Ganz unauffällige Auftriebskörper, dass der Köfi später schön waagerecht in der Strömung steht. Dazu kommt unser Deadbait Puncher zum Einsatz. Ich habe hier noch ein Original verpackt, mir extra mitgenommen. Hier sind schon die Auftriebskörper mit am Start, um euch das mal zeigen zu können. Der Deadbait Puncher besteht aus zwei Teilen, einem Stanzer und einem Schneidewerkzeug. Das wird so zusammengesetzt. Nachdem ihr die Schwimmblase des Köders zerstochen habt, schneide ich mit einer Schere oder einem Messer im hinteren Bereich direkt hinter der Schwanzflosse am Rücken einen leichten Cut links und rechts in den Köderfisch und führe hier das Schneidewerkzeug meines Deadbait Punchers in den Rücken des Köderfischs ein. Durch leichte Drehung schneidet der Ausstanzer das komplette Rückenfilet heraus und behält es im Inneren. Jetzt zieht ihr einfach euren Ausstanzer aus dem Fisch wieder raus, entfernt das Rückenfilet. Das Rückenfilet ist jetzt komplett entnommen. An der Oberseite der Forelle entsteht ein Hohlraum. Der Durchmesser des Rückenfilets entspricht exakt dem Durchmesser der Corksticks. Jetzt ladet ihr euren Puncher mit den Corksticks und schiebt diesen wieder in den Hohlraum am Rücken des Köderfischs hinein. Durch leichten Druck von hinten auf den Puncher schiebt ihr jetzt die Corksticks in den Rücken und platziert diese ganz unauffällig unter der Haut des Köderfischs. Das wiederholt ihr auch auf der anderen Seite des Köderfischs. Die Anzahl der Corksticks im Rücken sind abhängig vom Gewicht des Köderfischs. Bei größeren Köderfischen wie dieser Forelle verwende ich mindestens zwei Corksticks im linken und im rechten Hohlraum. Somit ist gewährleistet, dass der Köderfisch später im Wasser optimal ausbalanciert und hinter der U-Pose schwerelos präsentiert werden kann. Gehen wir mal hier vorne ans Wasser ran, setzen den Köfi mal rein. Seht ihr? Der steht ganz von alleine an der Wasseroberfläche.
ganz perfekt. Ist schwerelos geworden, der Köfi. Und wenn jetzt Strömung auf den Köder wirkt, behält er seine natürliche Form unter Wasser. Und durch die auf ihn treffende Strömung fängt er sogar leicht an zu schwanken hinter der U-Pose. Genau das typische Verhalten eines Rapfen, eines Döbel hier im Fluss. Kein Köderfisch bewegt sich irgendwie so hektisch unter Wasser. Die natürlichen Beutefische des Wallers stehen natürlich im Wasser, waagerecht im Wasser, bewegen sich langsam in der Strömung. Ja, und ein Fisch hier im Altarm, wenn er auf diesen Happen trifft, denke ich, kann nicht Nein sagen. So, jetzt machen wir mal die Haken rein. Ich zeige euch, wie das funktioniert. Easy going. Ich glaube, ihr hört das Techno-Gebumpe im Hintergrund genauso laut wie ich. Partyboote sind hier unterwegs ohne Ende. Mit feierwütigen Menschen an Bord. Aber ich werde erst feiern, wenn mein Sohnemann einen dicken Wels gesehen hat. So, hier ist unser System. Ich mache Folgendes. Ich setze den Einzelhaken von oben nach unten mittig durch beide Kiefer, um geradlinigen Zug auf den Köder zu haben und dadurch gleichzeitig das Maul auch zu schließen, damit in der Strömung kein Wasser eindringen kann. Jetzt passe ich meinen Ghost Hook an. Der soll hier hinten im hinteren Bereich als zweiter Fanghaken sitzen. Kann jetzt ganz bequem hier wickeln. Jetzt drehen sie auf dem Clubschiff da draußen am Rhein. Achtet auf jeden Fall drauf, dass es nicht zu straff gewickelt ist. Da kann ruhig ein bisschen Spiel drin sein. Und setze dann den Ghost Hook hier in die Seite, die Flanke der Forelle ein. Zack. Um das Ganze hier richtig noch schön zu schließen, nehme ich noch ein kleines Stück Gummi und schiebe das über den Einzelhaken. Immer mit der sich zusammenrollenden Seite nach unten, damit sich das ganz toll hier am Köder anlegen kann. Ja. Und schon sind wir startklar. Wir halten es nochmal ins Wasser. Da zeige ich euch mal genau, was ich meine. Das natürliche Verhalten. So. Und so bewegt sich dann euer System in der Strömung hinter dem Stein an der U-Pose, wenn die Strömung drauf trifft. Und ihr merkt jetzt schon, die Leichenstarre der Forelle ist weg, wie die richtig schön anfängt hier zu flanken. Und so muss es aussehen. Seid euch gewiss, ein Strömungswaller reagiert ganz, ganz anders als ein Wels in stehenden Gewässern. Die haben ja keine Zeit zum Überlegen, ist da der Haken im wahrsten Sinne des Wortes dran oder nicht. Der Wels sieht seinen Beutefisch vor sich umhertaumeln und schnappt sofort zu. Denn er muss innerhalb von Sekundenbruchteilen entscheiden, fressen oder hungern. Und dafür ist diese Köderpräsentation, dieses System eine absolute Waffe. Jetzt gehen wir auslegen. Die warten alle schon auf mich, die wollen wahrscheinlich einen Grill anmachen. Aber als erstes müssen die Ruten ins Wasser und dann wird gegessen. Da müssen auch die Kids durch. Die Sonne geht weg. Langsam kommt hier ein bisschen Ruhe auf im Altarm. Im Hintergrund hört ihr immer noch die Techno-Bässe klappern. Also Wahnsinn, ja. Die Clubschiffe hier am Rhein.
So, jetzt ist unsere Zeit. Jetzt kommen die Ruten raus. Ich bin jetzt hier das letzte Deadbait-Vorfach an. Ganz wichtig ist, ihr seht es ja hier auch, dass ihr hier am Rhein, auch im Altarm, Schlagschnur benutzt. Wir haben hier überall riesige Muschelfelder, Kiesbänke, scharfkantige Steine. Eine normale Hauptschnur kann da ganz, ganz schnell durch sein. Das Zeus Universal Leader kennt er. Das hält den Sachen stand. So. Abfahrt mit unseren aufgepimpten Deadbaits in den Altarm. Los geht's. Ja, der Worst Case ist eingetreten. Was heißt Worst Case? Hinter uns, seht ihr ja da oben, hat nochmal jetzt eine Party-People-Mannschaft aufgebaut. Die wollen hier feiern heute Abend wahrscheinlich. Bin mal gespannt, ob das den Wälzen auf den Magen schlägt. Bis der Grill angeht, dafür ist es wirklich absolut perfekt. Ist doch wieder später geworden, als wir gedacht haben. Ballern mir jetzt noch ein Beifood rein beim Auslegen. Die Mamas machen jetzt den Kids ihr Abendessen auf dem Boot, aber wir brauchen noch eine Zeit lang. Und dafür ist Beifood ungekühlt haltbar jetzt bei dieser Jahreszeit der perfekte Begleiter. Schmeckt mega lecker, macht satt und ist eine vollwertige Mahlzeit in der Flasche. So, jetzt setz mal die erste Rute im Altarm. Ich hoffe, dass es wirklich jetzt auch ruhiger wird. Wenn jetzt hier noch mehr los ist, da drüben fährt schon wieder ein Schlauchboot durch. Das werden sie checken, die Fische. Daumen drücken. Aber Wochenende, schönes Wetter in Deutschland. Da ziehen halt alle ans Wasser ran. Müssen wir uns mit arrangieren. Hier könnt ihr jetzt so ein bisschen unseren Angelplatz erkennen. Die tiefsten Bereiche hier liegen so bei 2 Meter Wassertiefe und viel, viel Krautbewuchs. Hier kommt das nächste Krautfeld hoch. Das sind keine Fische, nicht verwechseln. Das sind Krautbänke im Wasser und wir probieren jetzt unsere Deadbaits in diesen Krautlücken hier zu präsentieren. Da stecken die Futterfische drin. Und da wird der Wels auch durchlaufen, ja, auf Nahrungssuche. Die 40er Reißleine am Stein sorgt für einen sicheren Hakeffekt. Hier sind kleinere Krautfelder und genau hier muss er rein, der Köfi. Ja, hier kommt noch ein Krautfeld. Hier setzt man rein. Versteckt sich jetzt schön hier im Krautgürtel, aber da sind auch überall Muscheln drunter, ja. Und deswegen Schlagschnur ganz, ganz wichtig.
Die Ruten sitzen nach bestem Wissen und Gewissen, wie ihr es von mir gewöhnt seid. Schauen wir mal, oberhalb von unserem Angelplatz haben wir einen Jackpot. Da geht es jetzt richtig vorwärts, schaut mal. Partyboot ist verstummt, aber jetzt wird hier im Altarm Party gemacht. Aber müssen wir mit leben. Wir angeln weit flussab jetzt und hoffen, dass die Wälse das Lagerfeuer da oben und den ganzen Krach nicht mitbekommen. Aber wie sagt man so schön, nicht nur Angler sind bei schönem Wetter am Wasser. Naja, okay, Daumen drücken. Wir wandern jetzt noch rüber aufs andere Boot. Da wird nochmal der Grill angemacht. Und dann schauen wir mal, ob wir in der ersten Nacht hier bei unserer Family-Tour am Rhein einen Fisch ans Band bekommen. Mein Sohnemann schläft noch, eigentlich sollte er dabei sein, aber im Morgengrauen stehen sie halt nicht auf, die jungen Leute, ne? Wahnsinn. Was Schöneres als im Sonnenaufgang gute Fisch zu drillen. Das Flach kam er wieder. Hier in Krautlücken. Und richtig Dampf hat er. Power ist Wahnsinn. Thank you.
so kann doch ein Tag beginnen. Hier in Deutschland am Rhein. Schaut euch mal diesen Fisch an. Petri Heil, starker Deutschlandwaller. Lecker Käffchen am Morgen, die ganze Meute ist schon wieder auf den Beinen. Finny schläft noch vorne bei mir auf dem Schlafsack. War eine gemütliche Nacht, haben gut durchgeschlafen, überhaupt nichts passiert. Und dann plötzlich im Morgengrauen, ich glaube es war so 6:30, ist gerade hell geworden, ging der Besen krumm und ein wirklich starker Fisch kam da auf unsere Habenseite. Also habt ihr gesehen hier in dem flachen Wasser, was die doch da für eine Kraft haben, für eine Power haben. Ja. Der Drill hat schon eine ganze Zeit lang gedauert. Der Wels hat immer wieder versucht, in die Krautfelder reinzukommen. War ja auch einiges an Kraut dann in der Montage am Vorfach gehangen. Aber es ging alles gut. Der Ghost Hook hat perfekt gesessen. Und ich bin wirklich happy. Mein Sohnemann hat den Welsbiss verpennt. Aber das ist gar nicht schlimm. Der wird in seinem Leben noch viele, viele große Wälse fangen dürfen oder beim Fang dabei sein dürfen. Hauptsache, den Kids geht's gut und die schlafen gut. Wir werden jetzt weiterziehen. Ich bin gespannt, was uns in den nächsten Tagen erwartet. Also es bringt jetzt auch nichts, glaube ich, hier 3-4 Tage sitzen zu bleiben, obwohl es wirklich ein gemütlicher Altarm ist. Aber davon gibt es hier viele am Rhein. Wir suchen uns einen neuen Spot, probieren was Neues aus, vielleicht ein bisschen aktives Angeln oder auch Angeln in den Hecken, Freestyle-Angeln. Die Weißfische sind teilweise hier unterwegs und laichen. Also wenn wir so einen Platz finden, wo die reinprassen, laichen, dort werden auch die Räuber hinten dran stehen. Schauen wir mal, wir nehmen euch auf jeden Fall mit, wenn es weitergeht. Jetzt erstmal alles hier zusammenraffen, alles packen. Aber mit meinem Boot sind wir schön flexibel. Anker hoch, Schlauchboot an die Seite und Abfahrt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Alles Gute für euch, dicke Fische, euer Stefan. Ciao, ciao.